Hey, schnell, was ist rot und schlecht für die Zähne? Richtig, ein Backstein. Aufpassen, noch so ein flacher Gag, Zähne weg. Doch jetzt mal im Ernst. Zähne braucht man nicht nur zum Essen, sondern für viele andere Dinge. Allein in diesem Quick-Tipp zeige ich dir 3 Einsatzgebiete von verschiedenen Fimo-Zähnen. Um dir das mit den Chippy-Zähnen am besten zeigen zu können, habe ich kleine Minions modelliert. Für die Zähne verwendest du weißes Fimo und rollst es auf einer Dicke von 1 mm aus. Dann schneidest du eine Seite mit dem Wellenmesser zu. Im Anschluss markierst du die Zahnzwischenräume mit dem Dotting-Tool. Die fertiggestellten Zähne kürzt du dann auf die gewünschte Länge und setzt sie nun in den Mund deiner Figur ein. Für den Backenzahn verwendest du ebenfalls weißes Fimo und rollst dir daraus eine Wurst mit einem Durchmesser von 1,5 cm. Dann schneidest du dir ein Stückchen ab und drückst ein Ende flach. Aus der flachen Seite formst du nun die Zahnwurzel. Dafür schneidest du mit dem Messer ein kleines Dreieck aus. Aus den übrig gebliebenen Spitzen formst du nun die Wurzel deines Zahns. Danach modellierst du die Kauffläche des Zahns mit Hilfe des Dotting-Tools. In der Mitte drückst du zuerst ein kleines Loch ein und das Muster ergänzt du dann mit weiteren feinen Linien rundherum um die Kauffläche. Den fertigen Zahn gibst du dann für 30 Minuten bei 110 Grad in den Backofen. Zu guter Letzt habe ich meinen fertigen Zahn noch in ein Gebiss eingefügt. Dazu musst du den harten, gebackenen Zahn einfach in ein weiches Gebiss aus Fimo eindrücken. Danach wird das Ganze noch einmal gebacken, für 30 Minuten bei 110 Grad. Für den fossilen Haifischzahn benötigst du 3 Fimo-Farben, Champagner und transparent weiß. Achtung, aufgepasst! Die dritte Farbe mischst du aus 10 Teilen Champagner und einem Teil Schokolade. Die 3 Fimo-Farben rollst du dann auf einer Dicke von 3 mm aus. Dann legst du die einzelnen Farbstreifen aufeinander. Das gestreifte Farbstück rollst du auf der dicksten Stufe der Pastamaschine aus. Anschließend nimmst du dein Farbstück und teilst es in der Mitte. Die beiden Hälften legst du aufeinander. Das fertige Farbstück rollst du erneut auf der dicksten Stufe der Pastamaschine aus. Diesen Vorgang wiederholst du insgesamt 3-mal. Das fertige Farbstück teilst du mit dem Messer in gleich große Stücke ein. Die Stücke stellst du dann auf und klebst sie aneinander. Im Anschluss formst du dir deinen Haifischzahn, der nach unten spitz zuläuft. Als nächstes gibst du deinem Zahn mithilfe des Dotting-Tools eine rustikale Struktur. Dann gibst du deinen Zahn für 30 Minuten bei 110 Grad in den Backofen. Nach dem Backen bemalst du deinen Zahn mit brauner und schwarzer Acrylfarbe. Die überschüssige Farbe nimmst du mit einem feuchten Tuch wieder ab. Vielen Dank, dass du mein Video bis zum Schluss angeschaut hast. Möchtest du gerne weitere Kreationen von mir entdecken? Dann klicke hier oder hier. Wenn du auf den Laufenden bleiben möchtest und immer wissen, was es von mir Neues gibt, dann abonniere mich hier. Hast du noch eine Frage zum Video? Dann schreib mir einen Kommentar. Tschüss, deine Froni.